So, einmal tief durchatmen. Am besten schon mal eine Fackel in die Hand. Dann schauen wir mal. Oh, was bist denn du? Ein Untoter? Ach du gute Güte. Na? Schon vorsichtig. Oh, 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 weg, 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 weg. Ach du. Lauf. Also, einer war ja schon erschreckend genug. Zumal der ja auch richtig gut kämpfen konnte. Aber drei sind dann doch viel zu viel. Mit etwas Glück können die nicht raus ins Sonnenlicht. Also, wir haben ja keine Ahnung von Untoten, aber. Ja, alte Ruinen und Gemäuer sind immer so eine Sache. Können schöne Sachen drin sein, können auch sehr, sehr üble Sachen drin sein. Verbraten wir erstmal unser letztes Fleisch hier. Und den Turm merken wir uns dann auch für später. Also alle Ruinen, die nordöstlich des alten Lagers liegen, die können wir erst anfassen, wenn wir eine bessere Rüstung, bessere Waffen und noch ein wenig mehr Erfahrung haben. Da räumen wir lieber weiter hier im Wald auf. Töten Schweineratten, Scavenger, Wölfe und Blutfliegen. Die können uns ja gar nichts. Und so kommt ja auch einiges an Erfahrung zusammen. Und eine Menge an Pelzen und Fleisch. So, na komm. Ja, wirklich viel fehlt uns hier fürs nächste Level ab. Und wir haben jetzt schon 30 Lernpunkte, die wir eigentlich verbraten könnten. Die Frage ist halt nur für was. Also wir können immer Stärke erhöhen, damit wir ein bisschen doller zuhauen können. Aber, wir haben bisher noch keine Waffe gesehen, die auch nur annähernd so viel Stärke braucht, wie wir jetzt schon haben. Das sind normale Wölfe. Ja, gut. Oh, du bist aber kein normaler Wolf. Ja, da müssen wir echt vorsichtig sein. Genauso wie wir die Scavenger ab und an mit den Snappern verwechseln, werden wir jetzt jedes Mal, wenn wir einen Wolf sehen, überlegen, ist das auch wirklich ein normaler Wolf oder ist das so ein großer Garstiger? So, alle Fälle schön mitnehmen, Zähne auch. Und nicht die Orientierung verlieren. Also links von uns ist die Ruine. Da sind mehr Scavenger. Was haben wir hier? Ist das wieder eine Schlucht oder? Die Steine sehen so komisch aus. Ist hier eine Höhle? Nö. Ah, verwinkelt ist nicht gut. Da kann sich immer irgendwas Garstiges hinter einem Stein oder Baum verstecken. Und das könnten wir echt nicht gebrauchen, so weit weg von einem Lager. Nö, hier scheint keine Höhle zu sein. Oh, wir wollten eigentlich zum Strand runter. Das haben uns die drei Untoten fast vergessen lassen. Hoffen wir mal, dass sie wieder zurück in den Turm sind, wenn sie da überhaupt raus sind. Ha. Scheint nicht mehr viel von übrig zu sein. Also reinklettern werden wir nicht können. Oh, was sind das denn für Dinger? Die sehen so ein bisschen aus wie die Echsen, aber haben so einen riesigen feuerroten Kamm. Die nennen wir mal Feuerechsen. Eine Flasche Wein, Flasche Bier. Und euch lassen wir erstmal schön in Ruhe. Also noch mehr. Also man könnte versuchen, da noch so ein bisschen reinzukrabbeln. Aber das verkneifen wir uns denn mal. Also ja, wir haben die große Ruine, wir haben den Turm und wir haben hier unten das Schiffswrack. Alles für später auf die Liste. Schade, schade. Aber naja, wir haben auch schon so recht viel Neues entdeckt, seitdem wir die schwere Rüstung haben. Also die Anzahl an Blutfliegen, Scavengern und Wölfen kann man schon gar nicht mehr zählen, die wir getötet haben. Also wir können nicht mehr so weit zählen.
Naja, hier hatte ich die Höhle vermutet, aber da ist keine. Also weiter in den Wald rein. Hier war irgendwo noch ein Scavenger. Da. Gleich noch zwei, drei. Oh, das lohnt sich doch schon. Langsam müssten wir aber auch eigentlich wieder in das Gebiet von dem Sumpflager kommen. Wir sind hier in den Nordosten und gehen jetzt quasi Osten am Meer lang. Das heißt, da unten irgendwo könnte das Sumpflager sein. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Ja, wir sind schon viel zu weit außerhalb der Karte. Hätten wir uns bei unserem letzten Aufenthalt im alten Lager mal eine große Karte kaufen sollen. Das Erz dafür haben wir auf jeden Fall. Das waren ja nur 50 oder so. Ist irgendwie zu ruhig hier. Es kommt bestimmt gleich irgendwas Großes. Oder gar nichts. Der Nebel ist schon ein bisschen beunruhigend, aber ne, scheint eine ziemlich ruhige Ecke hier zu sein. Oh, was sind denn da für Stacheln auf dem Boden? Das sieht ja komisch aus. Sieht ziemlich okkult aus, wird wahrscheinlich dann zum Sumpflager gehören. Irgendeine Opferstelle oder dergleichen. Na gut, soll uns nicht interessieren. Aber ja, da unten ist das Sumpflager. Sollten wir vorsichtig sein mit den Patrouillen. Aber wo wir schon mal hier sind, könnten wir auch gleich gucken, ob die Wachen zu den Schwertern greifen, sobald wir in die Reichweite kommen. Also sobald sie uns sehen. Denn davon hängt ja eigentlich ab, ob wir überhaupt Mordrex Auftrag annehmen können oder nicht. Denn es wird schwer sein, das Sumpflager auszuspionieren, was sie vorhaben, wenn sie uns nicht mal reinlassen. Also klar, wir könnten versuchen, jetzt hier runterzuspringen an einer Schlucht und dann über das Meer in das Sumpflager reinzuschwimmen. Aber da ist erstmal das Schild im Weg. Das hat uns ja schon mal einem Schlag verpasst, als wir uns zu sehr dem Meer genähert haben. Und selbst von der Seite sind Wachen abgestellt, die auf die Sumpfeier aufpassen. Also nee, reinschleichen dürfte problematisch werden. Also wir müssen jetzt einfach hoffen, dass sie uns nicht dabei entdeckt haben, dass wir es geklaut haben. Also den Diebstahl werden sie auf jeden Fall bemerkt haben, aber dass sie das uns nicht zuschieben. Weil die müssten ja genug neue Rekruten jeden Tag haben, dass das irgendeiner von denen gewesen sein könnte und nicht unbedingt nur wir. Aber das werden wir gleich herausfinden. So, dich nehmen wir auch noch mit. Und dann müssen wir uns irgendwie links halten, um zurück zu dieser Schlucht zu kommen, die dann direkt zum Sumpflager führt. Was haben wir denn hier? Oh, da unten scheint nichts zu sein. Also gut, weiter hier an der Klippe lang. Dann müsste es da eigentlich gleich links rumgehen. Und dann müssen wir den Fluss schon sehen. Wenn uns unsere Rotierung nicht stört. Oder täuscht, besser gesagt. Ja, da ist ja eine Brücke, wo wir immer noch nicht nachgeguckt haben, was da ist. Und hier geht's runter zum Sumpflager. Hier waren vorher die Echsen gewesen. Wo wir Glück gehabt hatten, dass sie aus dem Weg gegangen sind. Jetzt können wir einfach rumrennen. Die nehmen wir jetzt noch mit. Und jetzt nähern wir uns, als wenn nichts gewesen wäre, dem Sumpflager. Und hoffen einfach das Beste. Oh, da kommt eine Patrouille. Noch besser, das sind nur zwei. Wenn die uns jetzt erkennen und angreifen, dann wissen wir, was los ist. Gehen wir einfach dran vorbei. Oder sprechen sie sogar an? Hallo, du? Hi, wohin soll's denn gehen? Wir bringen das Sekret der Mindcrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Kor Kalom. Einmal täglich.
gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Schön. Also er scheint uns auf jeden Fall nicht zu kennen oder zu suchen. Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Minecrawler. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Ja, da hat uns schon andere aus der Bruderschaft schon mal erzählt, wie das funktioniert. Und wir haben ja auch ein paar von den Zangen dabei. Wofür braucht Korkalom das Sekret? Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, kann er gar nicht genug von dem Zeug bekommen. Mit Hilfe des Elixiers will er die Novizen auf den großen Tag vorbereiten. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Minecrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Lass mich mal vorbei. Ja, da sind jetzt zwei gute Nachrichten. Also eigentlich nur eine, sie greifen uns nicht an. Und die andere ist, wir haben jetzt herausgefunden, warum die Templer in der alten Mine waren. Nämlich primär wegen dem Sekret. Das heißt, die haben nicht irgendeine Vereinbarung mit dem alten Lager, weil das wäre gemein, für uns jedenfalls, wenn wir uns mit dem Sumpflager das verscherzt hätten durch die Krautgeschichte und das andere Stehlen und die im Geheimen einen Vertrag haben mit dem alten Lager, also abgesehen von dem Verkauf von dem Sumpfkraut, dann hätten wir uns in zwei Lager nicht mehr sehen können. Aber gut, jetzt vorsichtig gucken wir, ob die beiden Wachen vielleicht sauer sind auf uns. Ne, nicken uns zu, ist alles gut. Das ist ja gut gelaufen. Schön, schön, sprechen wir mit Lester. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja, und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Der Schläfer möge dich behüten. Also gut, dass die Wachen uns nicht angreifen, ist ja ein gutes Zeichen, aber dass wir jetzt direkt zu dem... Oh, eine Pfanne. Dass wir jetzt direkt zu dem Anführer gehen müssen, ist... Also erstens könnte es eine Falle sein und zweitens, selbst wenn nicht, wenn hier die Leute so gute Magie beherrschen, dann wird der Anführer ja ein sehr mächtiger Magier sein. Vielleicht kann er unsere Gedanken lesen. Wir sollten auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Und vorher könnten wir nochmal in der Schmiede vorbeischauen. Da sie uns jetzt ja anscheinend wirklich nicht verdächtigen, hier was gestohlen zu haben, können wir auch einfach ganz dreist da wieder hintappern und schauen, ob sie jetzt vielleicht bessere Waffen haben. So, das sollte aber auch erstmal an Fleisch reichen. Also zur Schmiede. Die Schmiede war neben dem Kräuterhändler und neben dem Hassprediger. Also irgendwo in der Richtung. Ne, da springen wir nicht rein, das ist ja eklig. Unsere schöne neue Rüstung wollen wir nicht dreckig machen. Es reicht schon, dass die Felle sich andauernd vollsaugen und durch das Wasser schwimmen. Dann müssen wir noch nicht ins Brackwasser rein warten. So, hier können wir nicht durch. Da oben müssten die Templer sein. Das heißt, auf der anderen Seite ist der Krauthändler. Und neben dem Krauthändler müsste dann der Schmied sein. Aber hier kommen wir nicht durch. Ah, die drei Jungs wieder. Die echt nichts anderes machen, als rumsitzen und rauchen. Naja, jedem das seine. Zu den Krautpflückern sollten wir nicht unbedingt gehen. Die wären ein bisschen stinkig auf uns. Vor allem der eine Typ, der uns verraten hat, wo wir das Kraut verkaufen können im neuen Lager. So, da ist der Hassprediger. Den lassen wir mal schön in Ruhe. Und hier haben wir die Schmiede.
Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass sie neue Waffen haben, jetzt wo wir ihr ganzes Metall geklaut haben. Oder vielleicht haben sie gerade deswegen neue Waffen, weil das Rohmaterial für die normalen Waffen, die sie haben, nicht mehr da ist. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. So, er hat schon mal jede Menge Erz, das ist sehr gut. Und... Oh, er hat neue Waffen. Morgenstern, Steinbrecher. Der Steinbrecher klingt doch gut. Und auch nicht wirklich teuer. Das heißt, wir nehmen auch gleich sein ganzes Erz. Wir wissen ja nicht, ob wir nach diesem Auftrag für den Iberion hier wieder rein dürfen. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass wir alles Erz ertauschen können. Und verkaufe alle Waffen, die über sind. Das war der vom Reißlord, der kann auch weg. Stachelkeule, Gardeschwert, Bogen benutzen wir auch nicht. Pfeile können auch weg. Rüstung wollen wir behalten. Jetzt haben wir noch die ganzen Felle und Flügel. Das war schon mal eine Menge. Ja, jetzt sind wir fast dran. So, schön, schön. Wie viel Erz haben wir jetzt eigentlich? Wir haben... 2500 Erzstücke. Das ist doch mal ein Haufen Erz. Okay, nicht so groß wie der im neuen Lager, aber trotzdem. Na gut, speichern wir mal kurz ab. LP 23.